Hallo, ich habe gerade das Video von Tenchi und Old Boy gesehen und die sind bestimmt nicht die einzigen, die Probleme haben mit diesem Beladen von den Tankwaggons, und deshalb will ich das hier mal kurz zeigen, wie das funktioniert. Dummerweise habe ich gerade mein Inventar hier wieder gelöscht, weil das hier manchmal so ein bisschen dumm reagiert. Aber das haben wir alles gleich behoben wieder. Und dann kann es auch schon losgehen mit diesen Sachen. Das reagiert nicht hier. Das Testmode, da muss ich mal kurz so schnell gucken. Hier ist es. Und wir brauchen natürlich mindestens, also in dem Fall zwei, weil ich ja das ein- und ausladen will. Dann vielleicht noch einen Tank kann ich machen. Einen Tank. Was brauche ich noch? Eine Pumpe brauche ich nie unbedingt, aber noch irgendwo was, wo ich am besten, ich demonstriere das mal mit Wasser. Also noch was, wo ich Wasser herkriege. Könnte ich natürlich auch so eine andere Pumpe nehmen, aber nehme ich mal hier so einen Wassergenerator. So, ihr habt euren Zug und eure Loks gesetzt, ne? Das ist ganz simpel. Was aber jetzt ganz wichtig ist, ihr könnt das nicht so anschließen, eure Pumpe. Ihr müsst den Zug zu einer Station automatisch fahren. Also, wenn das schon alles fertig ist, dann braucht ihr das nicht. Dann haltet ihr den Zug an, das ist klar. Setzt eure Pumpstation, die das in die Waggons pumpt. Sollte eigentlich hier in der Position so ungefähr funktionieren. Ich hoffe es mal. Und schließt die natürlich ans Wasser. Oder das, was immer ihr auch dann transportieren wollt. An Flüssigkeit. Ne? So. Jetzt füllt sich das hier mit Wasser. Ihr seht, dass nichts in die Tanks geht. Das ist aber erstmal nicht so schlimm, weil das Wasser wird bewegt, wenn der Zug ankommt. In dem Fall ist der Zug schon da, deshalb geht kein Wasser in die Tanks. Deshalb fahren wir jetzt den Zug zur anderen Station, zu dieser hier. Was war das? Die? So, ich halte den Zug wieder an und mache hier auch gleich die Ausladestation. Ne, das bietet sich an, das so zu machen, dass ihr das gleich seht hier. Irgendwo hier platziere ich das mal so und bringe mal hier die Tanks an. Ist jetzt hier noch. Ich habe keinen Strom. Sekunde. Das habe ich natürlich jetzt nicht bedacht. Ach, das. Ich versuche nicht künstlich das Video in die Länge zu ziehen. Sondern tatsächlich irgendwoher jetzt Strom zu kriegen. Theoretisch müsste aber hier Strom da sein. Ich weiß gar nicht, warum der weg ist. Ah, hier oben fehlt eine Verbindung vielleicht. Naja, ist egal. Ich kann problemlos hier Strom geben. So.
So, jetzt sollte das auch funktionieren. Genau. Und ihr seht jetzt hier, füllt sich problemlos das Wasser ein. Ne, ist jetzt hier 59 drinne und hier auch. Und es ist schon wieder der Strom weg. Irgendwo tue ich den Strom vermehren. Sorry Leute, das kann nur hier oben die Maschine sein. So, was ist jetzt? 7 Megawatt. Reicht das? Wahrscheinlich immer noch nicht. Okay. Schlechte Vorbereitung, aber so. Also zurück zu dem hier. Egal wie viel Wasser jetzt hier drin ist, also ihr seht hier Wasser drin, hier leer. Und wenn ich den Zug jetzt zur anderen Station fahre, im Automatikmodus, also so, und sage, der soll hinfahren, dann habt ihr gesehen, leert sich hier das Wasser. Ne? Die 300, die jetzt drin waren, sind in dem Tank drin. Das zeigt das jetzt nie an. Dass die jetzt hier schon drin sind, ist ein wenig schlecht. Ich glaube, da funktioniert der Code nicht mehr besonders gut. Aber ihr seht, das wird hier rüber transportiert. Und ihr habt es kurz gesehen, wie das Prinzip dahinter ist. Und wie es auch funktionieren sollte. Ja, von hier aus in die Tanks rein. Und wenn der Zug hier rüber fährt, wird das ausgeladen. Das ist eigentlich alles, aber der Zug muss im Automatikmodus fahren. Das ist der ganze Punkt dabei. Okay. Sollte jetzt soweit klar sein.